Ja, leider erreichen mich sehr schlechte Nachrichten aus Oberösterreich. Das ist wirklich sehr tragisch. Wolfgang Mayr ist noch immer im Amt, der russische Agent und Konsul von Russland in Oberösterreich. Und das ist nicht in Ordnung. Ja. Wer heute noch Russland dient und Putin offiziell dient, ja, ich meine, der ist ja kein russischer Beamter oder Botschafter. Das ist ein österreichischer Unternehmer, Wolfgang Mayr. Aus Oberösterreich. Viele sind sogar befreundet auf Facebook. Er hat mir geschrieben, er hat gedroht, er wird mich klagen. Oder Bagaldrin wird mich klagen wegen Geschäftsschädigung. Meinetwegen, ich bin hier in Skopje. You can't get me. Hey, ernsthaft, ja? Geht's euch noch gut? Ja? Diener des Kriegsverbrechers, des Schlächters von Butcher, des Mörders von 5000 Leuten in Mariupol. Ja? Man, seine Soldaten loslassen auf die Ukraine, morden, brandstiftend und vergewaltigend durch die Ukraine zu ziehen. Und der Herr Wolfgang Mayr, angeblich ein guter Mann, höre ich von allen, die mich dann anrufen und sagen, lass den Wolfgang in Ruhe, der ist so nett. Er ist ganz nett, ist ganz fein. Ich habe gegen niemand was persönlich. Ich bin absolut für Business und man kann ja wieder Geschäfte machen mit Russland. Nach dem Krieg vielleicht, ja, wann sie sich entschuldigt haben und Reparationen zahlt haben und aus der Ukraine weg sind. Aber solche Positionen zu nehmen und zu behalten, als Russlands Freund in Oberösterreich, ich meine, geht's noch? Echt? Hey, und das Zweite, das habe ich auch gehört, jetzt ist mir geschickt worden. Oberösterreichs Wirtschaft will kein Gasembargo. Ich meine, okay, um was geht's eigentlich? Nur ums Geschäft? Ist Moral überhaupt kein Wert mehr? Ich weiß natürlich, dass die oberösterreichischen Abgeordneten und die österreichischen Abgeordneten dann alle gegen das Gasembargo im Europaparlament geschrieben haben, bis auf Enn Karas, der der Einzige ist und halbwegs mit Moral scheinbar. Aber das ist jetzt eh dann verheerend ausgegangen. Wolfgang Schüssel kontrolliert ja nach wie vor die ÖVP. Das habe ich eh schon mehrmals geschrieben jetzt und genauso funktioniert es. Er hat die Rolle von Gas-Gerhard eben in Österreich übernommen nach 2006. Ich meine, da braucht man kein investigativer Journalist zu sein, um das zu verstehen. Ich stelle mir mal der Unterweise ein bisschen kalt. Aber geht's noch gut, ey? Hey, das sind alles Freunde von mir. Ihr könnt da nicht dagegen stimmen. Man muss jetzt einfach die Moral an erster Stelle stehen und den Frieden. Das geht doch nicht. Ernsthaft. Ich weiß nicht, mit einer Koalition mit der FPÖ ist man dann. Ich war immer dagegen, dass man das nur einmal macht. Ja? Nur weil es bequem und leicht ist für einen Herrn Landeshauptmann. Aber solche Positionen zu vertreten, dann stellst du bitte um auf grüne Energie, von der ihr immer redet, wenn es euch so wichtig ist, der Klimawandel. Aber jetzt, in dem Krieg, dann weiterhin russische Energie zu kaufen, ist nicht nur unmoralisch, sondern blöd, sondern es isoliert Österreich. Und es wird sowieso nicht weitergehen. Weil ihr werdet sehen, nur, sobald die französischen Wahlen vorbei sind, kommt das Energieembargo. Und der Krieg wird ja noch weitergehen. Also diese Positionen, das zerstört so viel Vertrauen in Österreich, in die Institutionen und in die Politik und auch in die Volkspartei. Das ist ein riesiger Fehler. Ihr seid wirklich schlecht informiert. Ich meine, ihr braucht sich ja nicht meine Videos anschauen. Ihr braucht einfach nur die Tageszeitungen lesen und da irgendwie euch mit der Welt auseinandersetzen in Oberösterreich. Ja. Wenn ihr nichts wissen wollt von der Welt und nur billige Energie wollt, um zu exportieren und möglich Arbeitskräfte ohne Stimmrecht. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, in was für einer Welt ihr lebt. Ja. Echt. Wäre enttäuschend, kann ich nur sagen. Echt. Ich müsste mal wieder Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen in Linz. Ich versuche es eh die ganze Zeit schon zu sagen, jetzt habe ich zumindest einmal einen Artikel veröffentlichen können. Aber für mich ein paar Leute haben sich jetzt mein Video angeschaut, weil den Wolfgang Mayr zum Rücktritt aufgehört haben. Und nein, ich fordere nicht den Thomas Stelzer zum Rücktritt auf. Ich bin eh loyal, aber wenn ihr solche Positionen vertretet, wirklich, ich meine, ernsthaft, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, schöne Grüße aus Skopje. Und denkt mal nach über Moral Europa und über was für Formen von Geschäften man wirklich machen kann. Ich verstehe schon, dass der Leitl nach wie vor alles kontrolliert und der Schüssel her. Man kann ja zu sich selbst eine Meinung bilden als freier Bürger Europas oder als Oberösterreicher. Einfach nur die Medien lesen, nachschauen, nachdenken. Und dann Wolfgang Mayr zurücktreten und das Ende aller Energieeinkäufe aus Russland
und es wird weitergehen in Oberösterreich. Ja. Es wird weitergehen. Wir werden vielleicht einmal ein paar Wochen ohne Stahlproduktion. Gut, dann produzieren wir halt den Stahl eine Zeit lang in Amerika. Die Firmen sind eh international. Und dann werden wir halt umstellen und wieder mehr Wasserkraft machen. Sonnenenergie, Windenergie. Können wir ein paar Sachen aufstellen, oder? Es regnet leider, ich bin ein bisschen empfindlich am Kopf. Ja, aber mir geht es zumindest gut. Und ich bin nicht sicher, ob es euch sehr gut geht. Ja? Echt. 30 Jahre internationale Arbeit und dann so ein Resultat, ja. It's not good enough. Okay, liebe Freunde aus Oberösterreich, schöne Grüße aus Skopje. NATO-Mitglied übrigens auch schon, aber ich will es nicht übertreiben. Ich weiß, das geht dann gar nicht, weil die Debatte ist ja beendet über alles, ja. Hauptsache die Debatte ist beendet, während die Probleme genauso groß sind. Aber Hauptsache die russische Energie fließt und wir können was verkaufen und die FPÖ-Koalition hält. Anyhow, alles Gute. Bis bald in Oberösterreich. Schöne Grüße aus Skopje. Tschüss.